Mein Name ist Andreas Ehresmann, ich bin der Leiter der Gedenkstätte Lager am Postel in Niedersachsen. Für mich ist der 8. Mai ein sehr wichtiges historisches Datum, einerseits in meinem beruflichen Kontext, andererseits seit Jahrzehnten in meinem zivilgesellschaftlichen Engagement. Für mich steht der 8. Mai für das Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa. Der 8. Mai steht für mich für den militärischen Sieg der alliierten Armeen über das nationalsozialistische Dritte Reich, und das steht vor allen Dingen für das Ende der Lager, für die endgültige Befreiung der Kriegsgefangenen und KZ-Häftlinge in den NS-Lagern. Um den militärischen Kampf gegen das Dritte Reich, um den Widerstand gegen das NS-Regime zu würdigen und um der vielen, vielen Opfer zu gedenken, finde ich es sehr wichtig und richtig, den 8. Mai als ein Gedenktag zu etablieren. Ich unterstütze die Forderung, dass der 8. Mai ein Gedenktag wird, um an diesem Tag dem Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa zu gedenken. In der Gedenkstätte Lager St. Postel hatten wir ursprünglich geplant, am 8. Mai diesen Jahres, am 75. Jahrestag des Kriegsendes, eine Sonderausstellung zu eröffnen. Die Sonderausstellung Die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg hatten wir ganz bewusst in dem Zeitraum vom 8. Mai, dem Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa, bis zum 2. September, dem Ende des Krieges im asiatisch-pazifischen Raum, angelegt. Dazu hatten wir eine Eröffnungsveranstaltung mit dem Kurator heute geplant, wir hatten eine kleine Gedenkzeremonie geplant und wir hatten ein umfangreiches Begleitprogramm in den nächsten Wochen vorgesehen. Nun ist aus bekannten Gründen das alles abgesagt worden. Wir haben die Veranstaltung und die Eröffnung der Ausstellung und die Ausstellung verschoben. Wir werden sie nachholen, aber es findet eben jetzt nicht statt. Stattdessen haben wir uns von der Gedenkstätte Lager St. Postel überlegt, dass wir alle uns bekannten Grablagen mit verstorbenen Kriegsgefangenen und KZ-Häftlingen, die kurz vor Kriegsende noch mit Todesmärschen nach St. Postel gelangten, dass wir diese ganzen Grablagen heute am 8. Mai memorieren wollen, dass wir den dort mit Gestecken und Blumensträußen den Toten gedenken wollen. Vielen Dank.